Hey Leute, bevor ich schwimmen gehe, wahrscheinlich werde ich schwimmen gehen, ich weiß es noch nicht, bin mir noch nicht 100% sicher, möchte ich über eine Sache sprechen. Mit dir. Ich möchte mit dir, mit euch. Wir müssen eine Sache besprechen. Bitte setz dich hin. Möchtest du einen Kaffee? Weil das wird länger dauern. Okay, also pass auf. Ich habe das vom Kumpelfreund geschrieben, weil ich habe das von Study of Psychology gehört und sie ist eine dumme Frau, eine dumme Nuss. Ich mag sie nicht, aber in einer Sache hat sie recht. Wahrscheinlich mehr als in nur einer, aber sie hat auch in vielen Sachen Unrecht. Das ist so eine nervige Kuh, die Frau. Study of Psychology heißt sie. Anyway. Die Sache ist die, und in der Sache hat sie vollkommen recht. Hast du dich schon hingesetzt? Dass, wenn eine Frau, und umso hübscher die Frau, umso schlimmer, wenn sie auf Instagram unterwegs ist und sie postet irgendwas. Ich habe jetzt eine Frau gesehen, die mich angesprochen hat. Und auf Tinder irgendwas. Ziemlich hässliche Frau. Ich würde eigentlich sagen, also nicht total uninteressant, aber ich würde jetzt sagen, vielleicht eine 4 von 10, vielleicht. Für so den Durchschnittsmann. Wenn überhaupt, vielleicht eine 3. 3, 4, keine Ahnung. Auf alle Fälle postet die halt ein Foto und kriegt halt ihre 600 Likes auf das Foto. Und ich denke mir so. Und das ist, was Sadia Psychology gesagt hat. Das sagt nicht ich, aber ich unterstütze, was sie sagt. Wie willst du eine Beziehung führen mit einer Frau, wenn du nicht die gleiche Aufmerksamkeit im Internet bekommst? Weil das Ganze hat nämlich ein Riesenproblem. Weil das fickt mit der Psyche der Frau so stark, dass Frauen suchen immer Probleme in Beziehungen. Immer. Gibt's nicht ohne. Das ist immer Drama. Ich wusste nicht, dass es jemals anders war. Alle meine Beziehungen war das in irgendeiner Form und Art und Weise so. Spätestens, wenn du mit ihr zusammenlebst. Und wenn sie Stress macht und an dem Tag keinen Bock auf dich hat oder am Wochenende oder für die ganze Woche oder was auch immer, was total normal ist, weil du hast halt Ansichten oder Dinge, die du möchtest, die sie vielleicht nicht möchte. Punkt. Ist immer so. Ich meine, deswegen sind wir separate beings. Und das Problem ist, wenn die dann ständig Aufmerksamkeit bekommt über diese Social Media und wir reden halt einfach auch über mega große Zahlen. Und manche Jungs sind halt schon mega attraktiv, muss man halt auch sagen, oder mega interessant oder was auch immer, oder mega witzig oder so. Das ist, was ich dann nenne, den Hypergamy-Stress, den jedermann ausgesetzt ist. Hypergamy-Stress. Wenn du total ignorant bist, im schlimmsten Fall geht sie dir fremd und du merkst das nicht mal, bis es irgendwann mal eskaliert. Es gibt eigentlich keinen besten Fall, alles ist schlimm. Auf alle Fälle, der Hypergamy-Stress geht umso weniger dein Marktwert, perceived auch, muss nicht echt sein, aber perceived, im Internet und sonst wo. Also deine Option, einfach andere zu haben, sozusagen. Weißt du was? Es ist nicht mal gar nicht so das Problem, weil ich glaube, das Problem ist auch gar nicht. Du könntest zum Beispiel 10-mal mehr Value haben als sie, wenn sie trotzdem extrem viel Aufmerksamkeit bekommt, fickt das trotzdem mit ihrem Gehirn. Frauen sind da irgendwie anders, natürlich für den Mann kann das auch einen Einfluss haben, aber sag mal, wie viele Männer sind wirklich begehrt? Wenn ich hier so auf dem Campingplatz bin oder irgendwie so und mir die Männer angucke, einen nach dem anderen, keiner. Da war die jungen Mädels alle. Das ist einfach die Dynamik, die biologische Dynamik. Ist einfach so. Und
Und damit kannst du nichts machen. Und dann ist die Frage so, ja, dann macht eigentlich der einzige Weg, wie du das ausbalancieren kannst, und das ist vielleicht der Grund auch, warum es funktioniert. Jetzt kommen wir auf eine sehr interessante Red Pill, dass es in Asien oder Lateinamerika funktioniert, weil du als Weißer, vielleicht mit blauen Augen wie ich, wenn du in Asien bist oder wenn du in Kolumbien bist oder Venezuela oder irgendwie sowas, was weiß ich, dann bist du natürlich ein guter Fang oder in Japan oder was weiß ich. Und das weiß jede Frau. Das heißt, sie hat plötzlich den Hypergamie-Stress. Weil du könntest dich ja mit einer anderen fortpflanzen. Und das ist, dann ist es ausgeglichen. Und in Europa kannst du es nicht mehr ausgeglichen haben. Und am schlimmsten ist, wenn Frauen noch darauf bestehen, dass sie nicht nur populär sind, aber dass sie noch lauter männliche Freunde haben, mit denen sie abhängen. Ich finde das mega interessant. Und klar, ich meine, letzten Endes braucht es halt jemand mit einem sehr starken Moral Code, dass man sagt so, okay, ich mache das trotzdem nicht, auch wenn ich diese Aufmerksamkeit bekomme. Aber ich denke, psychologisch fickt das jeden. Ganz ehrlich. Ich glaube, auch wir Männer würden. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, so fremdgehen oder nicht fremdgehen. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube eher, es geht mehr so um diesen misaligned oder asymmetrical power shift, so in der Beziehung. Ich glaube, darum geht es mehr. Und ich, Vollidiot, habe Nüsse gegessen, zu viele, und jetzt damit schwimmen gehen ist nicht so eine gute Idee. Ich habe morgens immer so einen Hunger, ich hätte irgendwas anderes essen sollen. Ich brauche morgens irgendwie etwas, was sich schneller verdaut. Oder halt erst nach dem Schwimmen essen. Ja. Das war's, glaube ich, weil das ist mega, mega interessant, weil, weißt du, natürlich, wenn du eine 40-Jährige bist, die auf Instagram nicht postet oder mal ein Urlaubsfoto für deine Freundin, dann ist das was anderes. Aber diese Mädels, ohne Scheiß, also, du bist dann einfach nur einer von halt ganz vielen. Ist halt so. Und ich glaube, das hat nichts mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun, nicht falsch verstehen. Das hat eher damit zu tun, dass Frauen, nein, wir würden es auch machen. Wir als Männer würden es auch machen, wenn wir die Chance hätten. Es ist eigentlich interessant, dass dieses Phänomen in der echten Welt nicht existiert. Also nicht zum gleichen Grad. Weil das ist mega interessant, weil wenn du zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe bist von 10 Männern, 10 Frauen, klar, die hübscheste kriegt die meiste Aufmerksamkeit, aber trotzdem traut sich in diesem Setting, im Business-Setting zum Beispiel keiner ständig irgendwie die Frauen zu machen. Während der Araber, der irgendwie auf irgendwie oder irgendjemand, der irgendwie zu viel Zeit hat, der hat dann halt zu viel Zeit. Mehr sage ich nicht.